Marie, was ist los? Warum weinst du? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Es tut mir so leid. Was meinst du denn? Was ist passiert? Es geht um Luca. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Was ist denn los? Sag es doch einfach. Aber versprich mir davor, dass du dich nicht erschreckst. Okay, versprochen. Der ist ja gelb. Was hast du gemacht? Du hast mir versprochen, dass du dich nicht erschreckst. Du hast mir versprochen, dass du dich nicht erschreckst. Wie soll ich mich da nicht erschrecken? Unser Baby ist gelb. Was machen wir jetzt? Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Ist etwas heute passiert? Nein, nichts Besonderes. Hat er vielleicht irgendetwas gegessen? Nicht, dass ich wüsste. Okay, der Arzt wird uns schon helfen. Hallo, wir brauchen dringend Ihre Hilfe. Was ist denn los? Unser Kind ist gelb. Unser Kind ist gelb. Wie meinen Sie das? Seine Hautfarbe ist gelb. Soll das ein Witz sein? Schatz, gib mir das Baby bitte. Hier, schauen Sie. Oh mein Gott, der ist ja wirklich gelb. Ich dachte, das wäre ein schlechter Witz. Ich dachte, das wäre ein schlechter Witz. Das sage ich doch die ganze Zeit. Kommen Sie mit. Wir müssen sofort zum Kinderarzt. Hallo meine Lieben. Ich bin Dr. Fröhlich. Wie kann ich euch helfen? Hallo Doktor. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Am besten, ich zeige es Ihnen einfach. Am besten, ich zeige es Ihnen einfach. Das ist unser Sohn, Luca. Oh, Ihr Sohn ist ja gelb. Genau das ist das Problem. War das schon immer so? Nein, das ist erst seit heute Morgen so. Lassen Sie mich kurz überlegen. Hat Ihr Sohn vielleicht zu viele Zitronen gegessen? Nein, er isst keine Zitronen. Hat er vielleicht zu viel Simpsons geschaut? Hat er vielleicht zu viel Simpsons geschaut? Sagen Sie mal, veräppeln Sie mich gerade? Entspannen Sie sich mal. Ich will nur die Stimmung auflockern. Schluss mit den Witzen. Ich meine das ernst. Was hat unser Sohn? Wahrscheinlich hat er nur eine Gelbsucht. Ich nehme ihn jetzt mit und untersuche ihn. Können wir ihm wirklich vertrauen? Ja, keine Angst. Vertrauen Sie mir, ich bin gleich wieder da. Vertrauen Sie mir, ich bin gleich wieder da. Hoffen wir mal, dass das gut geht. Eine Stunde später. Also Doktor, was hat unser Sohn? Ich hatte recht. Es ist nur eine leichte Form von Gelbsucht. Kann man das heilen? Ja, das sollte kein Problem sein. Ich muss Luca nur eine kleine Spritze geben. Danach ist er so gut wie neu. Gibt es da irgendwelche Nebenwirkungen? Nein, das ist total sicher. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe alles im Griff. Okay, wir vertrauen Ihnen. Hat es funktioniert? Ja, ich glaube schon. Aber wieso ändert sich seine Farbe nicht? Gute Frage. Ich gebe ihm noch eine Dosis. Ist es auch sicher? Ja, natürlich. Vollkommen sicher. Und wir sind fertig. Oh-oh. Was ist passiert? Wieso ist Luca auf einmal blau? Ist es normal? Ich bringe das wieder in Ordnung. Machen Sie sich keine Sorgen. Alles wird wieder gut. Meine Vermutung wurde bestätigt.
Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Also, Doktor, was hat unser Sohn? Die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung. Die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung. Wie, Sie haben keine Ahnung? Sie haben ihn blau gemacht. Machen Sie das wieder weg? Davor war auch nicht normal, sondern gelb. Sehen Sie es positiv. Bald haben Sie alle Farben des Regenbogens durch. Außerdem ist blau viel schöner als gelb. Finden Sie nicht? Wir werden Sie verklagen. Dann verlieren Sie Ihre Zulassung. Kein Problem. Die habe ich schon vor 2 Jahren verloren. Die habe ich schon vor 2 Jahren verloren. Ich arbeite nur noch freiwillig hier. Komm, Marie, wir gehen. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Danke, das hoffe ich auch. Waren Sie beim Doktor? Ja, aber Dr. Lustig hat uns nicht wirklich geholfen. Unser Baby ist jetzt blau. Wer ist denn Dr. Lustig? Der Arzt, zu dem Sie uns geschickt haben. Der Arzt, zu dem Sie uns geschickt haben. Ich kenne keinen Dr. Lustig. Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Ich finde eine andere Lösung. Hier hilft mir sowieso keiner. Okay, dann viel Erfolg. Was machen wir jetzt? Unser Baby ist immer noch blau. Unser Baby ist immer noch blau. Ich werde eine Lösung finden. Das verspreche ich dir. Was ist mit Luca los? Der ist ja blau. Luca hat eine seltene Krankheit. Wart ihr schon beim Arzt? Ja, der Arzt hat es nur noch schlimmer gemacht. Was machen wir jetzt? Wir finden eine andere Lösung, Lisa. Komm mit, Lisa. Wir werden deinen Bruder retten. Wir werden deinen Bruder retten. Was hast du vor? Im Internet finde ich mit Sicherheit eine Lösung. Dort findet man Lösungen für alle Probleme. Ja, aber steht im Internet nicht auch viel Blödsinn? Wir haben keine andere Wahl, Lisa. Ich starte jetzt die Recherche. Was mache ich, wenn mein Baby blau ist? Da ist ein interessanter Beitrag. Hexe 78 schreibt, dass sie eine Lösung kennt. Hexe 78 schreibt, dass sie eine Lösung kennt. Anscheinend muss man selbst ein Heilmittel herstellen. Dafür braucht man aber ein paar seltene Zutaten. Hier steht, man braucht einen blauen Pilz und ein paar Kräuter. Wo sollen wir denn einen blauen Pilz und Kräuter finden? Wir müssen in den dunklen Wald. Aber da ist es gruselig, Papa. Es tut mir leid, Lisa, aber wir haben keine andere Wahl. Hast du schon etwas gefunden, Lisa? Nein, leider noch nicht. Warte mal, was ist das da auf dem Boden? Warte mal, was ist das da auf dem Boden? Das sieht wie die Kräuter aus, die wir brauchen. Sehr gut, jetzt brauchen wir nur noch den blauen Pilz. Pilze gibt es immer in der Nähe von Wasser. Da hinten ist ein Bach. Vielleicht finden wir den Pilz dort. Schau mal, da ist ein Pilz. Und er ist blau. Das muss er sein, Lisa. Das muss er sein, Lisa. Pack ihn ein. Dann verschwinden wir von hier. Was wollt ihr denn mit dem blauen Pilz? Wir wollen ein Heilmittel herstellen. Es besteht aus weißem Kraut und diesem Pilz. Das kann nicht sein. Das da ist ein blauer Fliegenpilz. Das da ist ein blauer Fliegenpilz. Der ist extrem giftig. Warte mal, bist du Hexe 78? Ja, das bin ich. Du bist der Kerl mit dem blauen Baby, oder? Ja, genau. Ich habe noch etwas von dem Heilmittel übrig. Du kannst es haben. Danke, du bist wirklich nett. Habt ihr etwas gefunden? Ja, wir haben jemanden getroffen. Ja, wir haben jemanden getroffen. Sie hat uns das hier gegeben. Ist das denn sicher? Eine andere Option haben wir nicht. Okay, gib Luca die Medizin. Es hat funktioniert. Ja, wir müssen Hexe 78 danken. Ja,
Wir müssen Hexe 78 danken. Wer ist denn Hexe 78? Ach, das ist unwichtig. Du hast recht. Hauptsache, Luca ist wieder gesund. Frage an euch. Wie oft hat Dr. Lustig Luca das Medikament gegeben? A. Einmal, B. Zweimal oder C. Dreimal? Schreib einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.